herzlich willkommen zu einem neuen Täglich Tobra. Heute geht's auf meinen Dreh. Ich nehme euch mit, wie bei den ganzen anderen Drehs von den anderen Studenten auch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in Stuttgart, denn ich gehe jetzt Equipment abholen. Bis später. Tschüss. Yo, Leute, so, Equipment wäre jetzt ausgeliehen. Ich warte jetzt noch vor der SAE auf den Mitchell. Und dann kann es auch schon losgehen. Bis später. Tschüss. Yo, Leute, so, wir sind an der Drehlocation. Man erkennt es vielleicht, es ist mein Zimmer. Denn wir mussten etwas umdisponieren. Ich wollte ja eigentlich einen Film über das Thema Obdachlosigkeit drehen, aber leider ist der Obdachlose, den ich dafür hatte, abgesprungen, beziehungsweise nicht abgesprungen, er ist halt einfach nicht aufgetaucht. Dann hatte ich aber noch einen Plan B in petto, wie sich's natürlich gehört für mich. Ich habe die Idee gehabt, eine Reportage über einen kleinen YouTuber zu machen, das ich ja bin, ne? Ja, darin geht's einfach im Prinzip nur darum, wie das so ist, wenn man ein kleiner YouTuber ist, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, ja. So, und ich verkabel mich jetzt hier gerade mit Ton. Jane, wir nehmen jetzt eine Sequenz auf. Da drüben sitzt übrigens der Mitchell. Der macht die Kamera, ne? Ganz, ganz brav. Das macht er auch sehr gut. So. Ja. Schließen wir uns hier mal an. So ist das mit dem Licht. So ist das mit dem Licht, ja. So, dann nehmen wir das Ding an. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns später nochmal. Tschüss! Yo Leute, so, wir drehen jetzt noch draußen, denn ich habe mir überlegt, dass wir in dem YouTube-Kurzfilm, oder nicht Kurzfilm, in der YouTube-Doku ist, ja, auch einfach eine Szene drehen, wo ich durch die Stadt laufe. Ihr werdet dann sehen, wenn der Film fertig ist, warum. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns später nochmal. Tschüss. Yo Leute, so, wir sind jetzt in der Stadt und ja, man sieht hier neben mir noch die Kamera, wie sie mich begleitet, und ich rede auch noch mit einer Kamera. Kameraception, meine Freunde, so sieht es nämlich aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns später nochmal. Tschüss. Yo, Leute, so. Ich habe jetzt mit Mitchell das Equipment wieder abgegeben, habe jetzt mein Auto am Bahnhof abgestellt und werde jetzt gleich von meiner Mom abgeholt, weil mein Dad kommt heute Abend ein bisschen später heim und dann fragt er mal, ob ich mein Auto abstellen kann. Und da ich ja so ein guter Sohn bin, mache ich das natürlich, ne? Und ich würde sagen, ich melde mich später nochmal bei euch. Tschüss. Yo, Leute. So, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal ganz kurz sagen, da ich ja weiß, dass einige aus der Uni diese Vlogs angucken, also zu den Filmdrehs gerade, also der Chef von dieser Filmabteilung oder von diesem Studiengang, also der HI, der guckt sich die ab und an mal an und guckt halt so, wie es auf den Drehs läuft, wenn er selber nicht erscheinen kann. Ja, und ich weiß, der Dreh wirkt total unprofessionell und spontan. Das lag aber halt, wie gesagt, einfach daran, dass es halt mein Plan B war und der eigentlich an dem Tag nicht angedacht war zu drehen. Aber passiert halt, wenn einem der Schauspieler im Prinzip abspringt, da muss man halt auf Plan B zurückgreifen. Und das war dann halt, wie gesagt, mehr eine Spontanaktion. Aber falls du das siehst, lieber HI, du bekommst natürlich ein überarbeitetes Feinkonzept, wo dann auch alles drinsteht. Und ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Video zu meinem ersten Dreh. Ich werde nächste Woche nochmal an ein oder zwei Tagen drehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video sehen. Bis dahin, haut da rein. Puh!